Ja, guten Tag, mein Name ist Andreas Mennicke, ich bin Geschäftsführer der ISDOC Informationsdienste GmbH und Herausgeber der Börsenbriefe ISDOC Trends mit den Anlagechancen Osteuropa und The Big Picture mit den globalen Anlagestrategien. Ich begrüße Sie damit ganz herzlich zu einer weiteren Folge von ISDOC TV, heute mit dem Thema Vive la France, aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Wieder da sind heute mit einer weiteren Folge von ISDOC TV mit dem Thema Vive la France, aber nach der Wahl ist vor der Wahl. Macron hat die Wahl gewonnen, wie es die Wahlprognosen auch vorhergesagt haben. Diesmal übrigens richtig, ganz anders als beim Brexit, ganz anders als bei Trump. Aber diesmal lagen sie richtig und sogar sehr überzeugend. Über 60% hat Macron bekommen, nur an die 35%. Le Pen, damit wurde Europa gewählt. Die ganzen Europapolitiker haben natürlich sofort Macron gratuliert zu diesem Wahlsieg. Erleichtert waren auch die Weltbörsen, auf die gleich zu sprechen kommen. Aber ich muss doch sagen, es war eine Art demokratische Revolution in Frankreich, denn so etwas gab es noch nie, dass weder einer von der konservativen Partei noch von den Sozialisten es in die Stichwahl geschafft haben, sondern Macron, der ja parteilos ist, und Le Pen von der Front National, die ja nun sehr die Rechtspopulisten vertritt und damit immerhin auch 35% der Wählerschaft auf sich vereinigen konnte. Und jetzt gilt es ja für Macron, seine Bewegung, die heißt En Marche, zu einer neuen Partei zu formieren, um dann auch bei der Parlamentswahl im Juni zu überzeugen. Und das wird sicherlich nicht einfach werden. Da werden sicherlich die Konservativen wiederkommen und der Fillon und natürlich auch die Sozialisten und natürlich auch Le Pen. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie viele Stimmen dann eigentlich seine eigenen Anhänger bekommen werden. Und da kann es schon zur ersten Ernüchterung kommen. Im Übrigen steht Macron vor sehr großen wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. Politisch im eigenen Lande muss er erstmal überzeugen und die, wie gesagt, die Parlamentswahl versuchen zu gewinnen. Da muss er ja die Regierung bilden, also auch Minister benennen. Einige sind schon bekannt, andere noch nicht. Das ist so ähnlich wie bei Trump. Da darf dann noch mal ein bisschen Lotterie gespielt werden. Und auf der anderen Seite muss er natürlich auch mit der EU klarkommen. Da auch mit Deutschland, sein erster Amtsantritt oder Besuch, Staatsbesuch ist ja in Deutschland. Nicht zu Unrecht, denn dort wird es wohl auch ein paar Spannungen geben. Macron will ja eine Vergemeinschaftung der Schulden, will einen europäischen Finanzminister, auch da eine Art Revolution herbeiführen. Und das wird auch nicht allzu einfach werden, das durchzusetzen mit der deutschen Bundesregierung. Und dann gibt es natürlich auch die wirtschaftlichen und wirtschaftspolitischen Probleme. Und das sind tickende Zeitbomben in Frankreich. Zum einen die sehr hohe Staatsverschuldung mit 96% des Bruttosozialprodukts, auch immer wieder Haushaltsbilanzdefizite. Dann will er alles Mögliche finanzieren. Die Polizei soll besser ausgestattet werden. Bildung mehr ist alles schön und gut. Aber wie will er das finanzieren? Da braucht er höhere Steuereinnahmen. Man erwartet in diesem Jahr nur ein Wirtschaftswachstum von 1,4%, in Deutschland 1,6%. Aber die Industrie ist nicht sonderlich wettbewerbsfähig aufgrund der immer noch zu hohen Lohnstückkosten in Frankreich. Also das wird ein Spagat, den Macron dort machen muss. Und auf der anderen Seite muss er ja auch die vielen sozialen Probleme, die ja immer größer werden in Frankreich, lösen. Das Migrationsproblem ist sicherlich auch ein soziales Problem. Frankreich, die ganzen Tabernenstädte, die ganzen Vororte, wo sich kaum ein weißer Franzose mehr reintraut, die Bürger in kriegsähnlichen Situationen, die wir schon vorher hatten mit der Polizei. Und das ist wahrlich nicht nur ein Polizeiproblem, sondern dass sich dort eben immer mehr Ausländer zusammentun und auch natürlich mit islamischem Hintergrund teilweise, also auch die Terrorgefahren, werden sicherlich nicht geringer werden in den nächsten Wochen und Monaten. Jeder Terrorangriff gewissermaßen oder Terrorattacke ist wieder ein weiterer Zulauf für Le Pen und die wird natürlich auch versuchen, im Juni dann dort eine nicht nur starke Opposition, sondern möglicherweise auch die stärkste Partei dort zu werden im Parlament. Also das werden noch spannende Herausforderungen für Macron. Die Weltbörsen haben zunächst mal erleichtert, denn wenn Le Pen die Wahl gewonnen hätte, dann hätten wir ein
Blutbad heute einen Weltbörsen gehabt, da hätten wir einen Crash, das wäre ein richtiger schwarzer Schwan, denn das hätte die EU wohl nicht so leicht verkraftet, obwohl ich glaube, selbst wenn es zu einem Referendum gekommen wäre, was ja Le Pen angestrebt hätte, und sie will ja auch aus dem Euro raus, also zwei Referenten, wenn man so, einmal aus der EU raus, dann aus dem Euro raus, dann hätten die Franzosen dagegen gestimmt. Ganz anders als in Italien übrigens, wo es auch noch spannende Wahlen im nächsten Jahr gibt. Das nächste Jahr wird übrigens auch sehr spannend in dieser Hinsicht. Gucken wir uns mal die Weltbörsenstände ganz kurz an. Also die im Grunde wurde ja in den Vorwochen schon auf einen Wahlsieg von Macron gewettet, zu Recht diesmal und auch richtig, mit neuen Allzeithochs beim DAX mit über 12.800. Wir haben heute eine Konsolidierung, übrigens auch neue Allzeithochs an der Wall Street mit über 21.000. Wir haben heute eine leichte Konsolidierung beim DAX, minus 1,07%, aber das sind mehr Gewinnmitnahmen nach dem Motto Sell on Good News diesmal. Bei 12.704 haben wir, es wird ja noch weiter gehandelt, wo ich ja gerade spreche, der Dow Jones bei 21.006 noch knapp über der 21.000er Marke, minus 0,12% Moment, aber es wird ja weiter gehandelt. Der Eurostox etwas kräftiger gefallen, minus 1,17% bei 3.645, aber vor kurzem hatten wir der letzten am Freitag ja auch noch neue Jahreshoch, der französische Index CAC 40 ist bei 5.389, heute minus 1,45%. Aber Solidarität, trage ich schon mal das französische Nationaltrios, Deutsch habe ich natürlich auch. Aber man muss jetzt auch mal Farbe bekennen für Frankreich, Vive la France. Und denen alles Gute wünschen, dass sie ja aus der schweren wirtschaftlichen Situation und auch wirtschaftspolitischen Situation herauskommen und dass Macron das schafft, aber da hat er einiges zu bewerkstelligen in Frankreich. Wir haben den Nigger-Index, die sind natürlich nicht so beeinflusst dort, von Europa bei 19.875, heute Morgen plus 0,76% geschlossen. Der russische Markt heute im Plus war aber in den Vorwochen sehr schwach, weil der Ölpreis sehr schwach war. Der RDX-Index, das ist ein Kunstprodukt der Wiener Börse, bei 1.274 gegenwärtig, plus 1,78%, während der ATX-Index, das sind die Originalaktien an der Moskauer Börse, bei 1.954 heute leicht im Minus war, minus 0,37%. Wir haben den Brentölpreis bei 49 US-Dollar, das ist eine sehr wichtige Marke. Wenn wir unter 48 US-Dollar kommen, werden wir so weiter schwächere Kurse in der Moskauer Börse haben. Es wurde die Öl- und Gasaktien sind ja erheblich unter Druck gekommen, die sind um 15% gefallen, während Energieaktien oder auch Stahlaktien, Minenaktien nicht so stark gefallen sind. Brennölpreis heute, wie gesagt, bei 49,1 hat sich behauptet, plus 0,26%, da trifft sich ja demnächst die OPEC in Moskau am 31. Mai. Das ist immer spannend, ob sie dann weitere Fördermengen, Verkürzungen, Verringerungen auch wieder durchsetzen können. Der Euro und Rubel ist bei 63,68, hat sich der Rubel ein bisschen erholt. Der war deutlich schwächer von 60 auf 64, weil eben der Ölpreis so schwach war. Heute etwas stärker wieder. Der Euro ist um 0,74% gefallen. Und der Euro in US-Dollar ist bei 1,0928 minus 0,65%. Auch da hat sich der Euro ein bisschen abgeschwächt, war aber in den letzten Tagen sehr stark, war schon über 1,10 sogar von 1,06. Also da haben wir einen starken Euro gehabt. Überraschend starken, kann man fast sagen. Gold bei 1227 konnte überhaupt nicht von diesen ganzen Krisenerscheinungen profitieren. Im Gegenteil, kommt hier von 1280, ist deutlich schwächer in den letzten Wochen gewesen und heute auch minus 0,15%. Da haben sich ja, wenn Le Pen die Wahl gewonnen hätte, wäre Gold wahrscheinlich durch die Decke gegangen. So gibt es ja immer noch relativ niedrige Inflationsraten, die sogar jetzt abnehmen. Die ganzen Rohstoffpreise sind auch schwächer. Der Risikoappetit bei den Rohstoffen generell nimmt ab. Silber auch bei 16,26%. Minus 0,45% und ist in einem Jahr sogar, sind beide im Minus an die 4-5% und in 5 Jahren sogar 25-40% im Minus. Also Gold und Silber sind nicht immer der sichere Hafen. Auf der anderen Seite Bitcoins. Die steigen im Grunde in der Faktor 10. Haben bei 1 Euro angefangen, von 1 auf 10 Euro und dann von 10 auf 100 Euro und dann von 100 auf 1.000 Euro und einige sagen jetzt von 1.000 auf 10.000 Euro. Also immer im Faktor 10. Beste Geldanlage, einige sagen, es ist keine Geldanlage, aber wenn es eine wäre, wäre es die beste der Welt seit 2016 und auch wenn es eine Währung ist, viele sagen, es ist keine Währung, weil da keine Substanz drin ist, aber
haben die anderen Währungen eigentlich Substanz? Naja, oft nur Schuldverschreibung, beziehungsweise sind nur Schuldscheine, die man da bekommt als Währung. Insbesondere in Amerika, aber auch in Europa teilweise. Wie gesagt, ich habe die hohen Verschuldungsquoten gesagt. Aber sei es dann warum, Bitcoins haben wir auch eine begrenzte Anzahl. Das Mining wird immer schwieriger. Steigt und steigt. Heute wieder 4,74% gestiegen. Und ich habe Ihnen da ja einige Produkte auch vorgestellt. Im E-Stock Trends mache ich also nicht nur Ostbörsen und Weltbörsen und Hedging-Strategie, sondern eben auch Bitcoin-Produkte, die ja schon in einem Monat alleine um über 30% gestiegen sind, aber vorher auch mal um 30% gefallen, also sehr starke Schwankungen. Dann gibt es sogenannte ETCs, Exchange Traded Commodities von der BNP Paribas. James Rogers, der ist übrigens ein großer Russland-Freund gefahren, liegt dort, ist da auch ein Toll dafür. Sehr großer Rohstoffhändler, aber bisher sind nur Aluminium und Palladium gut gestiegen. In diesem Jahr alles anderes gefallen, weil, wie gesagt, der Risikoappetit auch abnimmt. Und wir haben ja auch steigende Zinsen. Die Fed wird möglicherweise im Juni nochmal die Zinsen erhöhen. Und dann gibt es natürlich auch Ängste dort, wie gesagt, auch, dass der Dollar wieder stärken will. Momentan war er ja schwächer, aber dann wäre das schlecht für Emerging Markets, die übrigens auch ein neues Jahreshoch erreicht haben vor kurzem. Auch da sehr gute Chancen. Brasilien, China, Russland ist ja im Minus, aber die BRIC-Börse Indien ist sehr, sehr stark gestiegen, sogar die Türkei, sogar die türkische Lira. Also es gibt immer wieder Chancen, auch an den Ostbörsen. Die Warschauer Börse hat weit besser performt als der DAX, nämlich über 20%. Und das können Sie alles nachlesen im E-Stock Trends. Wie gesagt, drei Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 Euro. The Big Picture übrigens auch, wo Sie auch da lernen können, wie man von fallenden Kursen profitiert. Momentan haben wir noch nicht den großen Crash. Le Pen hat nicht die Wahl gewonnen. Frankreich ist erstmal befreit gewissermaßen von diesen Ängsten, die man da hatte vor den Wahlen. Und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht in Frankreich. Vive la France, das Savoir-Vivre wird nicht so einfach sein, auch mit Macron, der seine Hausaufgaben jetzt erstmal mal machen muss, der seine Partei bilden muss, der wirklich eine schwere Aufgabe hat, sowohl in Europa als auch in Frankreich selbst, aber wünschen wir ihm das Beste, dass es gelingt. Aber es gibt viele weitere spannende Fragen, auch Trump, demnächst wird, jetzt ist Frankreich erledigt gewissermaßen, demnächst wieder Trump als Hauptthemen werden. Kriegt er die Steuerreform durch? Kann er liefern? Macron muss liefern, Trump muss liefern, ich muss ihn liefern. Ich liefere Ihnen den E-Stock Trends. Wie gesagt, drei Ausgaben zur Probe kosten ja nur 15 Euro. Bestellen Sie es mal. Es steht auch einiges drin über die Frankreich-Wahl. Danke, dass Sie zugehört haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, gerne Daumen hoch und liken. Gerne auch teilen. Ansonsten nochmal die Ankündigung. Am 17. Mai, also in der nächsten Woche, treffen wir uns hoffentlich mit Ihnen zusammen, um alle diese Themen zu besprechen, auch was man das Beste anlagepolitisch dort, geldpolitisch daraus machen kann. Natürlich auch werden die Notenbankpolitiken dort besprochen. Ich nenne es mal die Drogenpolitik der Notenbank. Also merken, 17. Mai in Franken das Ostbörsenseminar. Hochprozentig aus Osteuropa. Es gibt immer wieder Chancen in Osteuropa. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Aktualisierung von eStock TV.